Freitag, 24. Juni, 18 Uhr in der Gunter-Matic Arena Beuerbach. SV Gunter-Matic Ried gegen Olympiakos Piräus. Samstag, 25. Juni, 17 Uhr. Das Copa Pelé Team spielt gegen regionale Kicker. Ein Fußballfest der Extraklasse geht am Samstag, den 11. Juni 2022, über den grünen Rasen der Top-Sportanlage des USV St. Oswald bei Freistadt. Denn der Müllviertler Ort ist Austragungsstätte des Finales im oberösterreichischen Ladies Cup zwischen den LASK Ladies und dem Damenteam der Union Nebelberg. Naja, es gibt nicht wirklich eine Vorgeschichte. Wir haben sie eben angemeldet dafür, dass wir das gerne mal in St. Oswald machen möchten. Wir hätten es 2020 eigentlich schon vorgehabt. Corona hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Letztes Jahr ist dann leider auch nichts geworden. Wir haben jetzt die Ehre eben, dass wir das heuer zum Glück endlich austragen dürfen und freuen sich sehr drüber. Damit funktioniert auf jeden Fall. Und ich möchte gleich sagen, wir brauchen sicher aus einem anderen Bundesland jemanden, der uns hilft. Wir bringen das schon selber um. Und man sieht es auch an die Zuschauer jetzt, man sieht es an die Mannschaften. Nach 3 Jahren wieder ein Cup-Finale und fast ein ausverkauftes Haus. Und das stimmt mir zuversichtlich für die Zukunft. Vor allen Dingen hier in St. Oswald. St. Oswald, so ein Vorzeigeverein auch, der für gerade solche Dinge prädestiniert ist? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben jetzt im dritten Anlauf haben wir es jetzt geschafft, dass das klappt. Und mit den Mädchen, da habe ich schon lange Verbindung und es war wirklich sehr herrlich, mit denen zu arbeiten. Und das war in einer Stunde alles erledigt, was machen wir, wie geht es runter und passt so. Ja, Frauenfußball, weiß man, gewinnt immer mehr an Bedeutung, auch hier im Land Oberösterreich natürlich. Sehr, sehr begrüßenswert, dass dieses Cup-Finale heute hier in St. Oswald bei Freistadt stattfindet. Natürlich mit einem berühmten Teilnehmer, mit LASK gegen Nebelberg, ist natürlich sicher interessant, weil auch die Fans schon sehr stark vertreten sind hier. Ja, einmal sehr schön, dass es eine tolle Kulisse gibt und dass sehr viele Zuschauer den Weg hierher gefunden haben. Und der Oberösterreichische Fußballverband hat sich ja auch zum Ziel gesetzt und auch schon teilweise umgesetzt, dass wir den Damenfußball fördern. Und daher ist es ganz wichtig, hier auch ein professionelles Umfeld zu schaffen und auch das Spiel natürlich zu verfolgen. Für den Veranstalterverein dieses Grande Finale gibt's übrigens derzeit einige Feiergründe. Also wir haben heuer in der Frauenklasse Nordost gespielt, steigen jetzt auf in die Landesliga Oberösterreich. Wir sind letztes Jahr freiwillig von der Oberösterreichliga abgestiegen, aus diversen spielertechnischen Gründen, genau. Freuen sich jetzt umso mehr, dass wir eben heuer wieder gleich eine Liga höher dürfen. Genau. Die Männer? Die Männer spielen in der ersten Klasse Nordost, haben endlich einmal einen Meister feiern dürfen, steigen auf in die Bezirksliga Nord. Genau. Dass auch Frauenfußball mittlerweile die Massen anzieht, das beweist dieses Finale. Obwohl im oberösterreichischen Fußball Unterhaus die letzte Runde der Saison 2021-22 gespielt wird, geben sich an die 700 Fußballfreunde dieses Endspiel live. Darunter neben den vielen LASK-Fans auch jede Menge bekannte Gesichter. Für einen VIP ist der Anreiseweg ein sehr kurzer. Weil ich ein Oswalder bin und weil das natürlich eine großartige Veranstaltung ist. Also, und das Auszeichnung ist für Oswald, dass dieses Finale da in St. Oswald ausgetragen wird. Darum bin ich da. Und natürlich auch, weil eine Oswalderin und eine gebürtige Oswalderin und auch einige, die in Oswald gespielt haben, früher beim LASK spielen und daher schaue ich mir natürlich das Spiel gerne an. Grundsätzlich Frauenfußball etwas, das man sich öfter anschaut. Gerade jetzt steht ja die EM mit rot-weiß-roter Beteiligung am Programm auf der Insel. Ja, man sieht es natürlich an den Einschaltquoten bei den Zusehern generell. Wir wissen ja, beim Finale, Champions League-Finale der Damen waren ja die meisten Zuschauer mit 91.000 in Barcelona.
Und ich sage auch im Fernsehen, immer mehr Zuseher bei den Damenfußballspielen. Sie spielen auch sehr gut. Also die athletische Entwicklung ist wirklich großartig und auch natürlich technisch. Also für den LASK ist man kein Weg zu weit. Und nachdem die Frauenmannschaft so gut performt hat in der Saison, nachdem sie es erst seit einem Jahr gibt und die wirklich großartige Leistungen erbringen, habe ich mir gedacht, muss ich mir das Finale da anschauen. Jetzt generell Frauenfußball, jetzt warten wir ja auf die EM, auf der Insel und dergleichen mit rot-weiß-roter Beteiligung. Ist das etwas, das sich ein Ernst aus Leitner auch anschaut? Auf alle Fälle. Ich meine, gerade bei der EM wird es davon abhängig, wie das erste Spiel ausgeht, ob dann wieder eine Euphorie entsteht. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir da auch im ORF wieder großartige Einschaltziffern haben, denn das haben wir schon gehabt mit Frauenfußball und wir setzen ja auch jetzt bei diesem Großereignis sehr, sehr stark auf das Frauennationalteam und wir erwarten uns da recht viel davon. Der Mr. Formel 1, also ein Fan der LASK-Ladies. Ein nicht unwesentlicher Grund dafür ist wohl auch die jahrelange Freundschaft mit Barbara Niedermeyer, der Geschäftsführerin der LASK GmbH. Auf das Feld geführt werden die Finalistinnen, so wie es sich gehört, von einem reinen Damenteam. Geleitet wird das Match von Iris Knienieder. Als Assistentinnen unterstützen sie an den Linien Barbara Wenigwieser und Linda Thieme. Natürlich auch ein hochkarätiges Damenteam mit drei Schiedsrichterinnen, die sehr talentiert sind und die, mit denen wir noch sehr viel Freude haben werden. Wie schaut es generell aus mit den Schiedsrichterinnen? Ja, in Oberösterreich haben wir gar nicht so wenige Schiedsrichterinnen. Da sind wir österreichweit sehr, sehr weit vorne. Wir sind aber auch immer bemüht, noch mehr zu bekommen und ich kann nur jedem talentierten Mädchen raten, es zu probieren, die Schiedsrichterlaufbahn einzuschlagen. Es wird eine tolle Sache werden. Das oberösterreichische Ladies Cup Finale beginnt mit einem Warnschuss der Favoritinnen. Bei diesem Versuch von LASK Lady Dürnberger in der 6. Minute fehlt aber doch noch einiges zu Zielbarem. Nur 120 Sekunden später ist der LASK aber auch schon unterwegs Richtung Double, sprich Oberösterreich-Liga-Meister und Cupsieger. Denn diesen Schuss von LASK-Kapitänin Katharina Meyer fälscht Nebelbergs Kapitänin Sarah Reisch so unglücklich ab, dass es für ihre Torfrau Lara Schuster nichts mehr zu halten gibt. 8. Minute, die Favoritinnen aus Linz gehen gegen die Ladies aus dem Müllviertel früh in Führung. LASK 1, Union Nebelberg 0. Ein Tor des Jahres gibt's für die 700 auf den Rängen beinahe in der 13. Minute zu sehen. Das Finale wird von den LASK-Ladies erwartungsgemäß beherrscht. Nebelberg verteidigt aber gut und versucht mit solchen Bällen zum Erfolg zu kommen. Da fehlt nicht wirklich viel zu einem unglaublichen Treffer der von Paula Kern trainierten Mädels. Das klar dominierende Team ist aber das des LASK. Und das kommt fast im Minutentakt zu Top-Chancen, so wie in der 17. Minute durch Selina Briller. 2 Minuten später ist dann das Runde im Nebelberger Eckigen. Der Treffer zählt aber nicht. Denn die Frau Assistentin hat die Fahne oben. Abseits. Nicht über Arbeitsmangel kann sich an diesem Finaltag die Torfrau der Kernelf beklagen. Sie steht 90 Minuten lang im Mittelpunkt des Geschehens. Lara Schuster erledigt ihren Job aber fehlerlos. So zeigt sie auch in der 45. Minute nach diesem LASK-Corner, wer die Frau der Lüfte ist. Kurz danach ist vorerst einmal Schluss. Zur Pause führen beim oberösterreichischen Ladies Cup Finale 2022 in St. Oswald bei Freistadt die LASK-Damen gegen die Frauen der Union Nebelberg mit 1:0. Freitag, 24. Juni, 18 Uhr, in der Gunter-Matic-Arena Beuerbach. SV Gunter-Matic Ried gegen Olympiakos Piräus. Samstag, 25. Juni, 17 Uhr. Das Copa-Pelé-Team spielt gegen regionale Kicker.
Auch in Hälfte 2 spielt sich das Geschehen am grünen Rasen zu fast 100% in der Hälfte der Nebelbergerinnen ab. In der 50. Minute ist Lask-Lady Lisa Feilmeier pfeilschnell unterwegs, wird dann aber von den Müllviertlerinnen mit vereinten Kräften gestoppt. Die Damen aus dem Bezirk Rohrbach stehen zwar unter Dauerdruck, lassen aber kaum Top-Chancen der Linzerinnen zu. Lichterloh vor ihrem Kasten brennt es allerdings nach dieser Aktion in der 65. Minute. Meier wieder einmal zu schnell für die Abwehrspielerinnen des Außenseiters. Nach ihrem Stangler liegt das längst fällige 2:0 für den Lask in der Luft. Aber Julia Dürnberger setzt am Ende das Runde über das Nebelberger Eckige. Und wenn es einmal ganz eng wird, dann haben die Müllviertlerinnen ja noch ihre Torhüterin Lara Schuster als letzte Retterin aufzubieten. Sie sorgt mit ihrem ganzen Können und auch mit vollem Körpereinsatz dafür, dass dieses Oberösterreich-Ladies-Cup-Finale weiter spannend bleibt. Völlig unnötig ist das, was die Lask-Fans zeitweise produzieren. Pyrotechnik-Nebelschwaden haben bei einem Fußballmatch, auch wenn die Gegnerinnen aus Nebelberg kommen, absolut nichts verloren. Aber selbst solche unsinnige Aktionen bringen die Torfrau der Union Nebelberg nicht aus dem Konzept. Mit ihrer nächsten Weltklasse-Reaktion verhindert sie 4 Minuten vor dem Ende das 2:0 der haushohen Favoritinnen. 90 Sekunden später muss sich Schuster dann aber das zweite Mal in diesem Finale geschlagen geben. Bei diesem von Sophie Schovesberger perfekt ins lange Eck gezirkelten Schuss gibt's für sie nichts zu halten. 87. Minute, die Entscheidung in diesem Finale. Der Lask führt 3 Minuten vor dem Ende gegen die Union Nebelberg mit 2:0. Das 3:0 der Linzerinnen in der 3. Minute der Nachspielzeit durch Lisa Feilmeier ist dann nur mehr eine Draufgabe. Sekunden später ist Schluss in St. Oswald. Die Lask-Ladies schaffen das Double, Meister und Cupsieger. Die Union Nebelberg darf aber mit ihrer Leistung beim oberösterreichischen Ladies-Cup-Finale 2022 mehr als zufrieden sein. Hier noch die Bilder von den Feierszenen und die Interviews nach diesem großartigen Frauenfußballfest in St. Oswald bei Freistadt. Ja, es ist ein großartiges Gefühl. Es ist Wahnsinn, was die Mannschaft über das ganze Jahr über geleistet hat. Also wir haben wirklich Tag für Tag gearbeitet für das, dass wir jetzt eben 2 Medaillen haben. Und das fühlt sich halt einfach Wahnsinn an. Vor allen Dingen vor so vielen Fans, vor allen Dingen vor so vielen Lask-Lady-Fans. Ja, es ist ein Wahnsinn. Also wir können wirklich immer auf eine Unterstützung bauen. Und das ist echt ein Wahnsinn. Also das ist mein Frauenfußball eben nicht gewohnt. Und wir sind voll froh, dass wir sie an unserer Seite haben und dass sie uns immer so stark unterstützen. Also ich bin auf jeden Fall extrem erleichtert und ich bin so froh. Wir haben halt eine extrem gute Partie gespielt. Ich bin so stolz auf uns Nebelberger Meister. Das ist unglaublich, ja. Vor allem auch die Fans, die vielen Mitgereisten. Ja, ich glaube, dass das Adrenalin auch nochmal richtig viere kickt. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, dass Nebelberg aus ihrer Niederlage in der Meisterschaft sehr viel mitgenommen hat für dieses Finalspiel. Die haben sich sehr teuer verkauft. Der Lask war überlegen über die ganze Spielzeit, das stimmt schon. Aber die Nebelberger haben ein oder anderen Nadelstich gesetzt, leider nicht komplett fertig spielen können. Aber ein riesengroßes Lob für die kämpferische und auch spielerische Leistung von Nebelberg. Also ich glaube, alle Zuschauer, wenn du schaust, 600 Leute bei einem Damenfinale, oberösterreichischer Ladies Cup Finale, was wollen wir mehr für einen Frauenfußball? Ich glaube, einfach ein wunderbarer Tag dafür.